Ihr Lieben da draußen. Nein, wir spielen zwar nicht Grounded, aber wir machen heute ein Paket auf von Grounded. Ein großes Paket, was ich zugeschickt bekommen habe von den Lieben von Grounded. Und ich bin total, total gespannt. Das Spiel ist jetzt vor kurzem erst rausgekommen. Und wir haben ja schon damals im Early Access ein großes Let's Play oder langes Let's Play dazu gemacht. Wir haben, weiß nicht, 140 Folgen oder mehr hochgeladen. Wir haben alles erkundet. Wenn ihr nicht genau wisst, worum es bei Grounded geht, es ist ein bisschen ähnlich wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Es ist zwar ein älterer Film, vielleicht viele kennen das trotzdem noch, da wo der Papa, der versucht irgendeine Wissenschaft und dann mit einer Maschine macht er plötzlich die Kinder klein und die müssen dann versuchen wieder groß zu werden und landen dann auch noch im Garten und da ist natürlich alles, was dort rumläuft, ganz gefährlich. Auch jede kleinste Ameise ist zu groß. Und das ist genau das Gleiche. Grounded, wir spielen Kinder, 4 Stück, 2 Mädels, 2 Jungs und die sind durch ein Projekt, ich glaube von irgendeinem Professor, kleiner geworden und landen dann im Garten und dann geht das ganze Survival los, nämlich das ist ein Survival Game im Garten und im Hinterhofgarten, sagen wir mal so, im Hintergarten eines Hauses und dort müssen wir versuchen, uns gegen Spinnen, Ameisen und alle Ungeziefer, die es so gibt, durchzukämpfen. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, sehr gut für Kinder auch gemacht. Jetzt habe ich gerade ein bisschen das Problem, dass das Paket nicht aufgehen wollte und ich würde das Paket nicht unbedingt kaputt machen. Oh, das kannst du aufmachen, okay. Ihr hört, ich bin draußen. Meine Nachbarn arbeiten mit der Flex. Vielleicht kriege ich das Paket, ohne es kaputt zu machen, irgendwie auf. Wäre nämlich schade. Das Paket will ich nämlich gerne behalten. Ich mache ganz vorsichtig, so gut wie es geht. So gut wie es geht. Versuchen wir das Paket aufzumachen. Ich glaube, das Messer ist gerade hier ganz fehl am Platz. Wie natürlich jedes Survival Game. Da dürfen einige Wetterzonen, Biomen, wie man sie nennt, nicht fehlen. Dann gibt es dann auch ein Wasserbiom, Wassergebiet. Und das wäre dann einfach nur ein Teich, wo dann der Koi-Karpfen drin schwimmt. Oder es gibt das Wüstengebiet. Was ist das Wüstengebiet? Genau, das ist der Sandkasten von den Kindern. Von den Kindern selbst. Und das ist dann, das sind diese ganzen, oh, jetzt geht's auf, es geht auf. Das sind die ganzen Biome, die es dort gibt. Oh, so. Und es klappt auf. Welcome to the backyard. Ihr seht, das Spiel ist am 27. September 2022 fertig geworden. Man sagt dann, es ist die Gold Edition, das wird dann endlich dann wirklich auch veröffentlicht. Man kann es schon vorher spielen in Early Access, dann ist das vielleicht eine Open Beta gibt es dann oder eine Open Alpha sogar gibt es meistens dann auch noch und hier gibt es das Spiel ist jetzt komplett fertig und man kann es dann eben auch vernünftig spielen. Ihr werdet ab und zu mal ein paar Mücken vorbeifliegen sehen. Hier gibt es bei mir nämlich ziemlich viele Mücken. Und Mücken gibt es übrigens auch bei Grounded. Und die sind auch nicht unbedingt freundlich. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Super cool. Ich glaube, das ist eine Bauanleitung. Das ist eine Bauanleitung. Ich glaube, hier haben wir was anderes. Da sehen wir die. Guck mal. Da ist der Max. Oh, guck mal, hier kann man schon die Spinnen abmachen. Hier ist der Max. Den spiele ich übrigens immer. Die Willow, Hops und der Pete. Und hier sieht man die Ameisen, der Beetle, Ladybug, die große Spinne,
Dann gibt es natürlich noch eine ganz... Oh, guck mal hier. Wow. Was haben wir denn da alles? Wirklich, da ist ja... Das ist ja ein großes Kino. Was ist denn hier alles drin? Das ist echt was zum Bauen. Was haben wir denn hier? Was ist das? Nee, was ist das denn? Guck mal, das ist eine Schürze. Das ist eine Schürze. Das ist der kleine Roboter, der uns übrigens das ganze Spiel hilft und versucht uns wieder dem Ziel näher zu bringen, wieder groß zu werden. Eine Schürze, das ist ja cool. Und jetzt tue ich das mal das ganz kurz weg, die Schürze, weil wir können nämlich hier was zusammenbauen. Das ist ja total abgefahren. Das sind die ganzen Bauteile. Oh, guck mal. Ich glaube, das werde ich nachher mal machen. Oh, nee, Leute. Guck mal. Ich hatte übrigens noch nie einen gehabt. Und jetzt habe ich mal einen. Wie komme ich denn an den ran? Ohne irgendwas kaputt zu machen. Hier muss ich das aufmachen. Guck mal. Ich habe noch nie einen gehabt, weil der man natürlich in Europa Baseball ja nicht so sehr spielt. Und jetzt habe ich meinen ersten Baseball. Das ist der Baseball. Das ist ein richtiger Baseball. Das ist ein richtiger Baseball. Das ist ein Baseball, den es im Garten gibt. Den gibt es im Garten. Der liegt nämlich im Garten dort rum. Was steht denn hier? Did you see what's inside? Die Katze, die ihr gerade im Hintergrund hört, das sind hier zwei Kitzchen, die bei mir hier sind. So, guck mal. Total abgefahren. Total abgefahren. Das ist ja riesengroß. Das ist ja gar nichts Kleines. Guck mal, das ist ja ein riesen Haus. Das sind übrigens die ganzen Bauteile. Oh, das wurde gerade schon... Wow! Wow! Das ist ja ein ganzes Diorama, wie man das nennt. Guck mal. Mega gut. Das ist übrigens diese, das, wenn ich die jetzt aufbaue, dann ist das übrigens ein sowas wie was zu trinken, ne? So ein Süßsaft-Getränk. Wenn ich den jetzt aufbaue, müsste, glaube ich, sein. Ist das, glaube ich, der... Total abgefahren. Was auch für eine coole Box. Was hier alles drin ist, ich bin da total verrückt. Das ist echt... Ich glaube, ich muss das Ganze mal aufbauen. Ihr Lieben, das Paket von Grounded. Welcome to the Backyard. Und ihr wisst ja, das hatten wir eben schon mal aufgemacht, bevor es losging. Und jetzt würde ich das gerne mal mit euch zusammenbauen. Das war der Baseball, den wir bekommen haben. Und die Schürze, die übrigens super Qualität ist. Bin ja mal sehr positiv von sowas begeistert. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir hatten nämlich hier sowas hier mitgeschickt bekommen. Eine Bauanleitung von einem, ich sag einfach mal, Diorama. Das sind ja diese Teile, die man aufbaut und sich dann hinstellt. Müssen wir mal gucken. Das sind nämlich hier die Baufiguren. Und das werden wohl die Standardteile sein. Übrigens, hier wird gerade meine Nachbarschaft gearbeitet, deswegen muss ich da leider mit dem Lärm leben müssen, genauso wie ihr auch. Das werde ich mal ganz kurz hier ein bisschen verteilen. Ich brauche nämlich den braunen Untergrund. Welcher ist denn der braune Untergrund? Ich glaube, der braune Untergrund ist das Paket oder was? Nee. Ich weiß es nicht. Wir holen erstmal einfach alles raus. Wir verteilen das mal so. Wir hoffen, ist die Kamera gut. Das ist übrigens hier das Teil, was natürlich im Hintergrund dann stehen sollte. Um zu sagen, wir sind gerade im Garten unterwegs. Das werden wir jetzt mal hier hinlegen. Das hier. Das ist die Box. Muss ich die auseinandernehmen? Scheiße, ich muss die auseinandernehmen. Auseinandernehmen und dann da drauf bauen. Mache ich aber nicht. Nö.
Also man sollte, das ist das Teil, was man nehmen sollte, das ist nämlich das Holzteil. Ich muss das komplett auseinanderbauen und umdrehen. Fände ich schade. Dann ist nämlich dann die ganze Stabilität dieses Kartons nicht mehr gehalten. Ich kann das auseinandernehmen. Machen wir vielleicht nachher. Ach, hier ist übrigens so ein riesengroßes Blatt. Seht ihr das? Super cool. Tun den mal weg und wir fangen mal erstmal an mit Part 1. Ach, guck mal, das sollte so sein, weil man soll das da oben reinstecken. Ah, dann brauchen wir das also. Hier sind nämlich die Teile. Okay, wir müssen das also auseinander bekommen. Ubi. Ich habe keine Ahnung, wie ich das auseinander bekomme. Wie kriege ich die? Oder kann man die einfach nur oben drauflegen? Alles gut. Geht das auch nur so? Ich glaube, die wollen das aber, dass wir das auseinandernehmen. Ja, ja. Wie man da dran kommt, ist eine andere Frage. So, wir wollen nämlich genau, das muss nämlich alles raus. Es kann ein bisschen wackeln, weil natürlich die Kamera auf dem Tisch steht. So, jetzt soll ich das umdrehen, komplett links rumdrehen und wieder zusammenbauen. Können wir es mal versuchen. So. Okay. Okay. So, so, so. Und jetzt haben wir es andersrum gedreht. Einmal umknicken. Einmal hier reinstecken. Und jetzt haben wir nämlich das Holzteil, was wir eigentlich haben wollten. Da fliegt gerade übrigens eine Mücke genau vor eurem Bild. So, und hier oben sollen die nämlich reingesteckt werden, hier in diese Teile. So, okay, jetzt haben wir erstmal hier diese Bauteile, das, Türen, Seitenteile, die kleine Seitenteile, irgendwelche Teile und noch mehr Teile. Jetzt brauche ich eins mit ganz, ganz vielen Öffnungen. Und ist das denn das? Scheint so, ja, das ist das. Hier ist nämlich, ich muss mal ganz kurz... die Teile hier aufmachen, sonst kann ich hier nirgendwo was reinstecken. Weg, Mücke! Wir wollen dich hier nicht. Wir wollen keine Mücken. So, jetzt ist die Frage, was kommt nach hier? Okay, so rum wird das gebaut. So, so. Nummer 1 steht, hängt, schwabbelt. Dann brauche ich so ein L-Teilstück. Das wird das hier wohl sein. Paket habe ich zugeschickt bekommen als kleines Dankeschön-Geschenk zu meinen Let's Plays, die ich dazu gemacht habe. Und das ist aber nicht richtig, oder? Nee, das wird nicht das Teil sein. Das ist nicht das richtige Teil. Das ist auch nicht. Hier, das ist das richtige Teil. So. Muss man nach den Mücken gucken, die fressen mich hier lebendig auf. So. Einmal hier einhaken, dann einmal an der Seite einhaken. Okay, ich
brauche aber noch so ein Teil. Das ist nicht das Teil. Wo ist das andere Teil, was fehlt? Hier fehlt noch ein Teil. Gute Frage, weil das kann es nicht sein. Das hat nämlich diese Teile, die können ja nicht. Welches andere Teil? Wo ist das andere Teil? Ich sehe kein anderes Stück mehr. Gute Frage. Was ist denn da? Es scheitert schon beim ersten. Habe ich irgendwas nicht gesehen? Weil das Teil kann ich nicht nehmen. Ach klar. Ich habe es jetzt gerade so gehalten. Das ist so. Ich habe es echt nicht gesehen. Siehst du? Man muss nur... Nö, man muss. Irgendwas muss man. Ist das das Teil mit den vier Nüppels? Und dann hier den Schlitzen. Ja, das ist richtig. Schlitzen wir mal auf. Oh, das ist noch zu. Hier muss ich wirklich einen Schlitz aufschlitzen. Hey, soll ich mal. Das ist doof. Hier muss noch was aufgeschnitzt werden von mir. Selbst. Siehst du mal, so gut, dass ich ein Messer dabei habe. Das kommt nämlich als Boden hier rein. Ich will hoffen, dass ihr was seht. So gut wie möglich, dass ihr was seht. Das und dann kommt jetzt die Türe hier rein. Okay. Das ist ja gar nicht so leicht, weil das ist alles, zum Glück alles Pappe. Da kann man das ja wenigstens verschieben, die ganzen Teile. Okay, so alles ein bisschen auseinandernehmen. Ich muss das mal zu mir rüberziehen, sonst komme ich hier selber nicht zum Aufbauen. Ich höre mal was hinter mir die ganze Zeit und das ist die Katze, die im Garten da hinten spielt. Okay, das ist drin. Da nochmal drücken, hier nochmal drücken. Hier ist drin. So. Dann Einzelteile weg. Brauchen wir nicht. So. Dann kommt das Dach oben drauf. Das kann ja nur das sein. Gibt es da irgendeine Richtung, die man einhalten muss? Nö, ne? Ist eigentlich alles gleich. Cool. Dann kommt hier oben natürlich das hier rein, ne? Ja, dann kommt das hier rein. Das ist ein bisschen friemelig, weil... Man hat ja schon da alles links und rechts schon alles eingedingst, festgemacht. Und dann kommt der Dex nochmal an und will das nochmal da eins dazwischen schieben. Ja. Erst unten. Dann am besten zur Seite, glaube ich, rein. Seite ist meistens auch immer gleichzeitig vorne.
Passt. Schick, ne? Voll groß. Das passt gar nicht in mein Zimmer. In mein Spielzimmer. Auch Männer haben Spielzimmer, Leute. Frauen können das bestätigen. Ganz besonders verheiratete Frauen können das bestätigen, dass Männer ein Spielzimmer haben. Und wie groß? Das ist ja hier größer als mein ganzer Körper. So, dann kommt nämlich noch dazu, nämlich, jetzt kommen nämlich noch die oberen Teile dazu, hier so quadratische Teile. Kann ich die nicht vorher? Genau, ich kann die ja schon mal vorher. Aber nee, wir wollen das, glaube ich, dass ich das erst so setze, damit man... Ach, hier ist noch eins. Versuchen wir mal, ob ich das mit euch zusammen sehe. So, okay. Dann kommt noch das dazu. Und dann schieben wir das hier oben noch hier auch in die passende Lücke. Ich finde das echt super, wenn man sowas machen kann. So. Dann bauen wir das. Hoffentlich seht ihr das. Das Ding ist nämlich echt groß. Und ich habe hier schon die Kamera so weit, wie es geht, weg von mir gestellt. Der will da hinten nicht rein. Oh, jetzt ist er drin. Doch. Will wohl. So. Dach. Weg, Mücke. Mück. Okay. Dann haben wir das schon geschafft. Aber jetzt muss ich mich... Guck mal, das haben wir jetzt ja alles schon geschafft. Das sind die ersten Schritte von hier bis hier rüber. Und jetzt müssen wir hier dieses Getränk machen. Da fährt gerade einer bei uns in die Straße rein. Alles kein Problem, das darfst du ja machen. Ist ja auch eine Straße, da sollte man ja auch Auto fahren. Aber eine Straße, die eigentlich eine Einbahnstraße ist. Und da fährt gerade jemand in die gegengesetzte Richtung rein. Wie geht denn das? Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Weg. Geht denn das? Ach, das muss ich abmachen. Oder wie? Scheiße, ich muss das erst abmachen. Natürlich ist nur mein Messer dabei. Okay, das sollten wir nämlich abmachen. Dann kommt nämlich die übliche Knick hier. Wenn das auch geht, so. Und dann kann man das so festmachen. Okay, haben wir das schon mal hier wenigstens immer eine gerade Richtung gemacht. Das können wir auch noch mal so ein bisschen mitknicken. Ich weiß nicht, warum das hier offen ist. Warum ist das denn offen? Hat das einen Sinn? Soll ich aufmachen und dann? Aber wenn ich das umknicke, was bringt das? Hä? Okay. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir werden alles sehen. Wir werden es einfach machen. Ist doch eigentlich bei allem so. Einfach machen. Wenn das da steht, machen. So. Und jetzt sollte ich hiermit noch irgendwelche Dinger basteln.
irgendwie so knicken, knicken. Das soll der Strohhalm werden, glaube ich. So, so, so. Und dann soll man das irgendwie hier. Ich glaube, es klappt. Gut. Ich glaube, es klappt. So, das soll ein Strohhalm werden, glaube ich. Aus Karton. Der kommt hier oben rein. So soll der stehen. Okay. Und was mache ich jetzt damit? Wieso muss das denn hier hinten? Warum muss ich das hier hinten einknicken? Die sagen, ich soll das einknicken? Warum auch immer? Das hier auch. Steht da. Mache ich nicht aus meiner eigenen. Und dann? Ach so. Krass. Die kommen hier hinten rein. Guck mal, Leute. Ich soll das so einknicken, weil die Teile hier. Oh, das ist echt schwer. Die kriege ich ja gar nicht so rein. Damit das nämlich ganz stabil hält. Oh, ich kriege das gar nicht hier raus. Oh ja. Meine Daumen sind so dick. Ich muss das jetzt hier rein einführen. So, ich muss das mal zu mir drehen, Leute. Könnt ihr nicht alles sehen. Ich muss auch mal was alleine machen. So geht das nicht. So wie auf dem Bild da unten. Groß. Dann soll ich jetzt das wegschieben und diese kleinen Einzelteile sind übrigens noch die letzten. Ist sonst nichts mehr da. Das nach vorne holen, weil ich denn jetzt dieses große, ich muss dich jetzt mal ganz kurz wegnehmen. Irgendwo ist es runtergefallen. Achso, die Holder. Das soll ich jetzt nehmen. Ach, das hat nämlich auch noch. Okay. Dann soll ich nämlich die jetzt hier auch noch in die Lücken, Öffnungen drücken. Kann ich das nicht irgendwie besser machen? Weil es sieht nicht so schön aus. So ist besser. Okay. So, aber so ist auch besser. So gefällt es mir schon besser. Wir haben sogar auch eine richtige. So stehen, dann der andere. Ich muss mich immer ein bisschen in der Nase kratzen, weil ihr wisst ja, ich habe ja leider eine kleine Pollenallergie und wir haben gerade, ne? Was du? Gehst du rein? So soll das stehen. Das kommt weg. Wo kommt das jetzt hier hin? Hier, guck mal, was hier steht. Stream Codes für deine Community. Na, ich weiß. Ich weiß ja nicht, ob ihr alle so freundlich gewesen seid. Und dann kommt nämlich Mr. Käfer hier. Mrs. Willow. Mr. Endwalker.
kannst mal bitte weg. Das kann auch weg. Pete. Don't forget Mr. Pete. Ein kleines Pethaus. Ich will aufpassen, das bricht schnell, sehe ich gerade. Hat geklappt. Spinne will schon raus. Spinnen machen so, was sie wollen. Kennt ihr, Spinnen greifen alles an. Bei uns in der Base haben sie die kaputt gemacht. Spinnen kamen von links und Spinnen kamen von rechts. Das ist der Ladybug, der Marienkäfer, der große Freund von der Familie hier. So, jetzt kann man nämlich die hier machen. Wir machen jetzt Folgendes. Ich stehe jetzt nämlich auf. Und das ganze Haus nach hier vorne. Jetzt gucke ich mal. Jetzt okay. Jetzt müssen wir mal Folgendes machen. I'm so sorry. Ich will hoffen, es gefällt euch, wie ich es aufbaue. So. 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 Und Mrs. Spider. Dann in die Mitte. Dazu kommt noch ein Baseball. Der natürlich nicht still bleiben möchte, weil es ein Baseball ist. Roll, roll, roll. Dann machen wir es einfach anders. Okay, und rollt woanders hin. So ist es. So ist das ganze Stück. So gut geworden. Finde ich sehr schick. Übrigens mit meinem ganzen Grünen im Hintergrund sieht das sogar noch schöner aus. Ihr Lieben, ich will hoffen, es hat euch gefallen. Das war nämlich der ganze Aufbau von dem schönen wie es eigentlich auch sein sollte. How to assemble your base. Sehr schön. Bin beeindruckt davon. Ich bedanke mich. Und dann nochmal tschüss.